Darf ich? Eine Prämie, eine gelbe, wurde mir gerade aus Holland zugeraunt. Jetzt wollte ich mal was sagen, was Positives. Orange ist zu sehen als erster Preis. Ne? So, das ist die Programmnummer 5. Ronner vom Biebertal, am 8. April geboren. Vater ist Pia, Muttervater ist Wieke und Besitzerin ist Carmen Becker vom Friesengestüt Biebertal. Auch das Fohlen steht zum Verkauf. Die das erste Mal auf der Zuchtschau sind. Kurz nochmal der Ablauf. Also wir starten in der Regel immer mit den Hengstfohlen, danach kommen die Stutfohlen. Dann geht es nachher weiter mit den dreijährigen Stuten, beziehungsweise ein- oder zweijährig, je nachdem, was gemeldet wurde. Na du Kleine? Sie wollte, glaube ich, auch ins Mikro sprechen. Wenn Sie das also mit anderen Warmblutpferden vergleichen, also können Sie es hier auch schon sehen, typische Rassemerkmale haben auch Fohlen heutzutage, den sehr steil aufgesetzten Hals, auch schon der Kötenbehang, den kann man schon sehr gut und deutlich erkennen. So, aufpassen da bitte. Also die Mädels sind heute alle gut drauf, ne? Hochteilung findet also erstmal im Stand statt, so du kleine Maus. Und dann möchte man, wie Sie auch schon gehört haben, den Schritt beurteilt man und dann geht es weiter im Trab. Der Galopp wird natürlich nicht beurteilt, man möchte also hier im Trab schön den Raumgriff sehen und den Abdruck. Irgendwie spüren die Fohlen, dass sie im Mittelpunkt stehen. Ja, hier gibt es nochmal eine Ehrenrunde. Oh,
Ja, bei der Rola vom Biebertaler nützt es gut vor, dass auch gut im Rassetyp steht. Der Kopf könnte ein bisschen sprechender und ein bisschen edler sein. Ansonsten ist sie gut gebaut mit schönen langen Linien und ist im Alter entsprechend auch sehr gut entwickelt. Der Schritt war ordentlich, ein klarer Viertakt, könnte aber ein bisschen mehr Raum haben. Der Trab war auch schön. Er zeigte sie auch eine schon ganz nette Schwebephase, aber sie könnte die Hinterhand auch ein bisschen mehr unterbringen und noch mehr Abdruck zeigen. Insgesamt eine zweite Prämie.